Leute, es regnet hier die ganze Zeit in Strömen. Und jedes Mal, wenn man hier die ganze Zeit abwartet, bis das endlich aufhört und ganz kurz ein oder zwei Minuten still ist, dann fängt das gleich schon wieder an. Dass es hier die ganze Zeit so ätzend am Rumregnen ist. Und wir kommen hier überhaupt gar nicht weg. Und hier, weil das hier zerrissen ist, spritzt mich das hier die ganze Zeit voll. So, nachdem wir stundenlang gewartet haben, bis der Regen endlich vorbeiging, ist jetzt etwas Regenpause. Und bevor dann später noch mehr Regen kommt, haben wir ganz schnell eingepackt und gelaufen jetzt nach Richtung Stadt zurück. Also da, wo wir gestern hingelaufen sind. Prüft, ob es gleich schon wieder so beschissen regnet, wenn wir loslaufen. So, wir sind ein Stückchen gelaufen und keine Ahnung warum, aber dieser Weg war wesentlich kürzer als gestern durch den Wald, um bis zur nächsten Stadt zu kommen. Und ausgerechnet jetzt wird es plötzlich warm. Das ist voll idiotisch. Aber da hinten, da war die ganze Zeit nur windig und regnerisch und so weiter. Es ist so ein riesiger Temperaturunterschied zwischen dieser Fahrzeug hat genervt. Das ist ein riesiger Temperaturunterschied zwischen da vorne am Strand und hier. Da vorne ist ein LKW durchgefahren. Wir sind auf der Suche nach einem Laden, um dort einkaufen zu gehen. So, wir waren gerade bei diesem Laden hinter mir. Und ich habe mir 1 Liter Bier gekauft, also in so einer Literflasche. Für, ich glaube, 1,50 Euro hat das gekostet. Und Bockwürstchen. Es hat mir 1,80 Euro gekostet. Jetzt laufen wir nach Richtung McDonald's und wo zu fressen. Und heute Nacht, so um 1.50 Uhr, fahren wir nach Ponte de Lima zurück. Mit dem Bus. Weil da gibt es sonst keine andere günstigere Verbindung. Eigentlich wollten wir erst morgen irgendwann dahin fahren, aber genau, wir haben Verbindung gesucht und das ist die günstigste Verbindung. Deswegen fahren wir nachts über. Ja, was ich mich frage, es gibt hier irgendwie total wenige Busverbindungen. Und da verstehe ich nicht, warum einer direkt nachts überfährt. Achso, und das hier, das ist dieses Bier, diese 1 Liter Bier für 1,50 Euro. Ja, kann man trinken. Aber haut mich nicht so richtig weg. Wir gelaufen jetzt über diese Brücke hier drüber durch. Zur anderen Seite. Und da hinten ist dieser Lima, dieser Fluss. Und da ganz hinten, da ist Atlantik. Der führt dahin. Geprost! Ich grüße Tanni. Ich grüße Marco Meyer. Ich grüße Scott Hannover. Ich grüße Florian Scheil. So, wir sind über die viel zu schmale Brücke rübergelaufen. Also der Gehweg war viel zu schmal gewesen. Und jetzt sind wir hier in dieser Stadt angekommen, wo es hier McDonald's gibt. Und da laufen wir hin. Und hier in dieser Stadt gibt es auch diese Bushaltestelle, wo wir heute Nacht zurückfahren. Also nicht zurück nach Hause, sondern zurück zu Ponte de Lima. Weil mein Flixbus nämlich wieder zurück nach Deutschland hinfährt. Also erstmal nach Köln. Ich muss mir noch in Köln noch eine Fahrkarte holen. Aber genau, der fährt übermorgen. Deswegen fahren wir heute Nacht zurück mit einem portugiesischen Bus. Und so langsam bekommen wir Hunger, oder wie das heißt. Also wir gelaufen hier durch so einen Bahnhof durch. Und wir sind in dieser Ortschaft. Das ist unsere Ortschaft, wo wir jetzt gerade sind. Dort genau hier in der Nähe von diesem versüfften Bahnhof. Hier ist irgendwo McDonald's.
und später unsere Busabfahrthaltestelle. Und guck mal, anders wie in andere und anders wie bei uns, geht man hier direkt über die Gleise rüber. Und genau das hier, das ist Bahnhof. Das sind diese portugiesischen Züge. Die sehen so aus. Und wir müssen über diese andere Gleis rüber. So, wir waren eben gerade da drüben gewesen. Und Google hat uns so ein bisschen in die Irre geführt, weil wir die Brücke nicht gesehen haben. Oh, das stinkt hier. Oh. Schnell hochfahren. Das ist ein portugiesischer Fahrstuhl. Und das knackt hier rum. Jawohl, wir sind oben. Wir sind auf dem Bahnhof drauf. So, wir sind bei Meckes angekommen. Aber ich habe mich für doch was anderes entschieden. Und zwar für einen portugiesischen Döner. Weil ich habe noch nie einen portugiesischen Döner gegessen. Deswegen prüfen, wie er schmeckt. Ich muss sagen, das Fleisch ist gut. Aber die anderen Sachen kann man auf jeden Fall essen. Aber schon auf jeden Fall anders. Ach so, ein paar Pommes habe ich auch bestellt. Und was zu trinken. Diabetes. So, langsam ist spät geworden. Wir haben da ganz lange rumgechillt. Und jetzt gelaufen wir so ein bisschen hier rum und chillen und so weiter. Weil wir haben noch 4 Stunden Zeit, bis der Bus fährt. Und die Bushaltestelle ist direkt hier vorne. Willst du nicht erzählen, dass du auf der Flucht gerade bist eigentlich? Oder ist das zu intim? Ich habe eben gerade ganz notdürftig Urin gemacht an der Bushaltestelle. Und da hat mich, ich glaube, keine Ahnung, so eine Schaffnerin oder sowas beobachtet. Und die hatte irgendwie den Hörer angehabt und hat mich die ganze Zeit angeguckt. Und da habe ich wirklich kein gutes Gefühl dran. Und deswegen wollten wir ein Stückchen weitergehen. Weil nicht, dass die jetzt die Polizei gerufen hat und ich gleich Strafe zahlen muss oder so. Man fährt hier Bus. Aber hier ist kein Licht, deswegen sehe ich nicht. Aber ich wollte trotzdem Busfahrt dokumentieren. So, wir sind gerade mit dem blauen Bus hergefahren. Und wir sind wieder bei Ponte de Lima. Und hier pennen wir. Hier der Dave Goldman. Und hier penne ich. Und genau, so pennen wir heute hier. Genau, in der Bushaltestelle. Und das ist diese Bushaltestelle, wo ich übermorgen dann wegfahren muss. Und genau, das ist geil. So, wir haben hier geschlafen. Hier in der Bushaltestelle. Aber wir wurden gerade von portugiesischen Polizisten aufgeweckt. Und wir dürfen hier leider nicht schlafen. Genau, wir müssen hier leider einpacken. Und das regnet uns. Und ich bin total müde und mein Kopf schwappt rum. Das ist richtig widerlich. Ich wollte noch länger hier liegen bleiben. Das ist richtig widerlich. So, hier haben wir geschlafen. Und wir haben unser Pennplatz eingepackt. Und jetzt laufen wir zu McDonald's im nassen Wetter, damit der Herr Goldman scheißen kann. Und ich würde mir dann, glaube ich, Koffein holen oder sowas. Und dann suchen wir uns einen anderen Pet aus. Fußballer, weggeflogen ist er. Fußballer. Das ist ihm wahrscheinlich unangenehm, oder? Ja. Wir sind gerade dabei, zu McDonald's zu laufen. Und vorhin hat uns auch eine Toilettenfrau gefragt, wann unser Bus kommt. Und wir haben gesagt, dass der morgen erst kommt. Deswegen laufen wir zu Bett. Und deswegen
Und deswegen laufen wir zu McDonald's, um dort eine Runde weiter zu rennen. Und guck mal. Guck mal hier. Der portugiesische McDonald's ist schon hier vorne. Guck mal, hier vorne ist dieser McDonald's und es fängt langsam schon wieder an zu regnen. Und der sieht so geschlossen aus, aber wir prüfen, ob das geschlossen ist. Oh Scheiße, dieser McDonald's, der ist um 11 Uhr offen. Und das ist noch länger als 2 Stunden hin, bis das offen geht. Deswegen gelaufen wir zum nächsten Koffeinladen, um dort Kaffee zu saufen. Und danach suchen wir uns einen anderen Pennplatz aus. Ich trinke hier portugiesischen Koffein in einem Bäckerei. Und wir sind spontan zu einem Bäcker gelaufen, damit ich mir ein Koffein in mir reinmachen kann. Und danach laufen wir weiter zum Fluss, um dort zu pennen. Wir haben noch Nudeln mit Bockwürstchen. Koffein, Wasser und Wein. Das heißt, wir sind eigentlich für den heutigen Tag, das ist auch der letzte Tag, ausgesorgt. Morgen früh um 9 fährt mein Bus. Und es ist richtig schrecklich, so früh aufzustehen. Erstmal ein Koffein. Ich denke, ich frage mich, warum diese Koffein hier in Portugal so klein ist. Also in der Espresso-Größe. Aber das hat 75 Cent gekostet. So, aufgrund dessen, weil wir von der portugiesischen Polizei verjagt worden sind, von der Bushaltestelle, also von der Flixbushaltestelle, sind wir gerade dabei, voraussichtlich zu diesem Pennplatz zu laufen, wo wir die erste Nacht gepennt haben. Damit wir da so ein bisschen Schlaf nachholen können. Wir haben es jetzt irgendwie 9:30 oder so. Ist viel zu früh. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Schlaf nachholen, das ist ganz wichtig. Damit ich nicht zu verstörend im gesamten Tag bin. Ach scheiße, jetzt muss ich diesen verschmierten Wagen schon wieder diesen Berg hier runtertragen. Diesen Hügel meine ich jetzt. Genauso wie am ersten Tag, wo wir noch voll verstört von der Busfahrt waren. Weil diese Leute da, also die Busfahrer und so, die konnten nur Spanisch. Also ich glaube, das war Spanisch gewesen. Und die haben die ganze Zeit so richtig wie in so einem Knast gesprochen. Also die haben so richtig rumgebrüllt und sowas. So, das ist die portugiesische Brücke, wo wir am ersten Tag hier waren. Und wir müssen diesen fettigen Wagen, diese ganze Treppe hier runter tragen. Und wir sind auch voll müde und so. Also wir haben diesen fettigen Wagen von dort runtergetragen. Guck mal, die hier, keine Ahnung warum, aber die sollten giftig sein. Deswegen fresse ich die nicht. Guck mal hier, wir sind die ganze Zeit von da hinten gelaufen. Wir laufen hier runter, weil da drüben, da hinten, da ist unser erster Pennplatz gewesen. Also da, wo wir die erste Nacht gepennt haben. Und da hinten, weil wir da stark in Ruhe gelassen worden sind, werden wir da runterlaufen und da hinten unser Lager aufbauen, damit wir dort chillen und pennen können den ganzen Tag. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Und morgen früh um 9 Uhr müssen wir unbedingt zurücklaufen, weil mein Bus dann fährt. Mein Flixbus. Ich freue mich nicht drauf, Flixbus zu fahren. Man muss wirklich echt aufpassen wegen dem Gepäck. Bleib doch einfach. Aber ich weiß doch. Ich muss Videos schneiden. Du brauchst einen Laptop, Alter. Ja. Da könntest du jetzt einfach hier arbeiten. Absolut. Also, oder in dem Café vorhin. Ja. Bam, tak, 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 tak. Viele Videos, 1 Million, bam, 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 bam. Überall. Laptop muss ich auf jeden Fall sollte meine nächste Investition werden. Ja, Mann. So, wir sind jetzt an dieser Stelle angekommen, wo dieser Fluss ist. Da hat Herr Goldmann schon reingesprungen. Und wir haben hier unsere Schlafplatz aufgebaut, damit wir hier pennen können. Weil wir wurden ja von der portugiesischen Polizei verjagt. Vom Busbahnhof. Und genau deswegen haben wir uns das hier schon wieder aufgebaut.
Das ist vielleicht von dort aus, weiß ich nicht, vielleicht, ja, 40 Minuten Fußweg oder so, so von ungefähr. 40? Oder 30 Minuten ungefähr. Ich weiß gar nicht. Ja, würde ich mal so einschätzen. Aber genau, und deswegen haben wir uns hier das hier aufgebaut. Damit wir hier schon wieder eine Runde pennen können und chillen und den ganzen Tag hier rumsitzen. Cool, oder? Hier geht's zum fünften Teil vom Portugal Roadtrip. Aber falls der noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen eine andere Mehrtagestour. Mit ganz viel Beklopptheit dran. Gebt euch den Schwachsinn!